Hallo, meine Liebe, mein Lieber. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt zu deiner Wochenbotschaft. Okay, wir starten mit der unterliegenden Energie, die da wäre, die Acht der Stäbe. Die Acht der Stäbe finde ich persönlich eine sehr schöne Energie, denn da geht immer etwas voran. Da kommt jemand ins Handeln, da kommt Bewegung in etwas rein. Da geht etwas voran. Die Acht der Stäbe ist auch eine richtig schnelle Karte. Da kann es auch um eine Reise gehen, um eine Veränderung und um Kommunikation. Die Acht der Stäbe, da kann es auch um eine Flugreise gehen. Ich habe gesagt, eine schnelle Reise, ne? Und die Acht der Stäbe ist dann auch immer so ein bisschen Achtung vor zu schnellen Entscheidungen. Und die ist auch so mit großen Hoffnungen verbunden, mit etwas, was vorangeht, dass Bewegung reinkommt, Aktivität. Oh, und da ist die Sechs der Stäbe. Das ist ja interessant. Die liegt schon, ich glaube, die dritte Woche hier, zusammen mit dem Ass der Münzen. Ich habe die Karten wirklich gut gemischt, ja. Wenn die 8 oben drauf liegt und dann die 6, das heißt, es wird weniger, habe ich den Eindruck, dass es darum geht, dass du, um an dein Ziel zu kommen, zwar aktiv sein sollst, zwar in Bewegung kommen sollst, aber langsam voranschreiten, ja, damit du hier, und das ist auch die erste Karte der Ritter der Schwerter. Das ist ja ein Geselle, der rauscht rein und macht Chaos, ja. Der ist sehr zügellos unterwegs, sehr, sehr schnell und der macht so ein bisschen Aufruhr, ein bisschen Panik und ja. Und wenn das die erste Karte hier ist und die Konstellation, habe ich den Eindruck, es geht darum, ein bisschen langsam zu machen, dass du hier niemanden überfährst in dieser Woche. Du hast mit der Acht der Stäbe mit Sicherheit ganz viel Energie, ganz viel Power. Und es geht ein bisschen darum, dass du hier aufpasst, was du sagst, wem du welche Nachrichten mitgibst, um jemanden nicht zu überfahren, okay? Also mit deiner Aktion oder mit deinen Worten. Okay, wenn das eine Tageskarte ist, wäre das der Sonntag für dich. Okay, aber die können sich auch mischen. Also es kann durchaus auch irgendwann in der Woche sein. Wenn das eine Tageskarte ist, ist das der Montag. Und der Page der Kelche, das kann eine junge Person sein, ein jüngerer Mann, eine sensible junge Person. Mit den Kelchkarten habe ich den Eindruck, irgendwie im Wasserzeichen, vielleicht ein Fisch, ja, um den es hier geht. Das hier könnte auch ein Wassermann sein, kommt mir gerade so rein. Also der junge Mann hier, der ist sehr intuitiv, sehr fantasievoll und da kommt eine Angebot auf dich zu, ein Liebesangebot. Also da ist jemand, der möchte, vielleicht rauscht auch die Person versehentlich rein und lässt irgendwas los, was überraschend kommt, ja. Aber es ist auf jeden Fall was Freundliches, was diese Person hier. Ja, genau, eine Lösung. Ich habe den Eindruck, da geht es um eine Lösung von einem Problem. Eine Lösung, die diese Person dir hier jetzt entgegenbringt oder dir mitteilt. Und für dich kann das überraschend kommen oder es ist umgekehrt das Thema, ja? Die Wege zeigen ja immer Lösungen und Möglichkeiten an und auch neue Wege, neue Denkweisen, neue Möglichkeiten einfach oder Alternativen. Und da kann das Gespräch um dieses Thema gehen.
Das wäre die vier der Stäbe, wäre dann der Dienstag bei einer Tageskarte. Und da kommen die Fische. Die vier der Stäbe, da geht es um Gesellschaft, um Feierlichkeiten, um die Familie. Das kann auch eine Person aus der Familie sein, die hier jetzt kommt. Und da geht es darum, etwas erfolgreich zu machen. Also irgendwas soll bestmöglich in die richtige Richtung gebracht werden. Eine Aktivität, eine Veränderung, eine Hoffnung auf, vielleicht ist das auch wieder eine Hoffnung, also so eine versteckte Hoffnung auf Verbesserung. Das hatten wir nämlich letzte Woche schon drinnen liegen. Aber die Achterstäbe ist vor allem diese Bewegungskarte, also dieses Impulsive. Kann auch sein, dass dieses Impulsive diese Person betrifft, ja. Hier kommt ein Grund zum Feiern rein. Irgendwie, das kann ein Geldeingang sein, das kann eine Lösung sein, die auf einer Familienfeier gefunden wird, um etwas mit dem Geld richtig zu machen. Ich habe hier auch den Eindruck, dass das so eine Seelen Vereinigung ist hier, die glücklich macht. Irgendwie ist es eine Lösung auf Seelenebene, damit hier jemand glücklich wird. Also ich habe den Eindruck, dass hier ganz überraschend eine Information kommt von einer Person, die sehr durchsetzungsfähig ist, definitiv. Entweder bist du das oder eine junge Person aus der Familie. Und da geht es um Lösungen und Möglichkeiten, die mit dem Geld zu tun haben. Irgendwie seid ihr da am Ausbaldowern, wie etwas funktionieren kann. Eine Arbeit, ein Job, eine Ausbildung, was auch immer das ist, ja. Die zwei der Schwerter, da geht es. Thema Unentschlossenheit. Also hier ist wird die Möglichkeit diskutiert, ja. Aber hier ist man noch ein bisschen unentschlossen. Man möchte sich noch aus einer Situation rausschleichen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das deine Energie ist, muss ich echt sagen. Ich habe den Eindruck, dass das vor allem die Energie von dieser Person ist. Die zwei der Schwerter, wie gesagt, das ist auch eine Stagnation. Die sieben der Schwerter ist das Thema Lug und Betrug. Eine Trennung kann hier auch das Thema sein, dass man sich hier seinen Ängsten stellen darf und man möchte sich so ein bisschen von den eigenen Ängsten davonschleichen und übertönt es vielleicht hier mit irgendwie einer überzogenen Partystimmung. Ja, das kann auch sein. Also irgendwie, dass alles gut ist, ne? Mal alles ist im Fluss und alles ist wunderbar. Aber wenn man das hier anschaut, dann ist es eben nicht so. Es kann auch gut möglich sein, dass es hier um Beziehungsthemen geht, dass du zwischen oder die Person hier zwischen zwei Beziehungen hin und her gerissen ist. Und das und wankt, ja, dieses Schiff ist ja auch etwas, was hin und her fährt und schwankend ist. Also dieses Schwanken nehme ich hier ganz deutlich wahr, dass man hier schon eine positive Nachricht, wenn auch überrascht hat, aber jetzt so ein bisschen in Schwanken kommt, wie es weiterzugehen hat oder wie es weitergehen kann. Okay, und da ist irgendwas in der Öffentlichkeit oder etwas öffentlich zu machen. Also da geht es mit Sicherheit wieder um eine Entscheidung, ne, die zu treffen ist. Das möchte ich auch gleich sagen. Hier geht es auf jeden Fall um eine Entscheidung, die man nicht voreilig treffen möchte. Das ist
Auf jeden Fall Fakt. Und damit man die nicht voreilig trifft, muss man sich hier so ein paar Sachen anschauen. Hier möchte man sich aus irgendeiner Stagnation davonschleichen. Hier haben wir ja auch wieder das Thema der Entscheidungen. Auch die Gerichtskarte geht um Entscheidungen, ne? Falsche, richtige Entscheidungen treffen. Das ist ja umgedreht, die Gerichtskarte. Und hier haben wir ja das Falsch liegen, die Lüge oder eben die Verwirrung oder der Irrtum oder die Täuschung. Ja, es muss jetzt nicht immer die krasse Lüge sein, sondern meistens ist es ja eher eine Täuschung. Und die Karte sagt, man möchte hier einfach auch die richtige Entscheidung treffen. Und vielleicht hast du das Glück, dass du so eine junge Person in deinem Umfeld hast, die dir rein intuitiv sagt, um was es geht. Und manchmal ist es gut, auf die jungen Leute zu hören, gerade wenn die intuitiv wie die kleinen Kinder sowas raushauen. Die haben meistens recht, ja. Da haben wir die Schlange. Die Schlange spricht von Komplikationen, Umwegen, aber auch davon, etwas Altes abzustreifen. Und die Schlange kann auch eine Frau sein. Es kann hier natürlich auch um ein Gerichtsurteil gehen, um irgendetwas, was negativ ist, oder gerade mit der umgedrehten Karte habe ich hier den Eindruck, geht es um eine Frau, die sehr negativ ist, die vielleicht manchmal böswillig ist. Ja, kann ich in der Kombination nicht ausschließen. Und ich habe auch da wieder das Thema der Unentschlossenheit. Also sehr wankelmütig. Das ist genau die Energie, die ich hier sehr stark wahrnehmen, diesen Wankelmut. Also, meine Lieben, nichts, was ich sage, ist negativ gemeint. Ganz wichtig, ja? Denn alles hat immer seinen Grund, warum, was, wie ist. Und deswegen ist es nicht gut und nicht schlecht, okay? Sondern es ist einfach. Und hier nehme ich eben diese Unentschlossenheit wahr, weil man einen Fehler vermeiden möchte. Und das ist sehr gut. Das ist sehr gut, denn das liegt ja schon als Warnung hier drinnen. Und auch hier sehe ich das so ein bisschen als Warnung und hier ebenfalls. Der Eremit ist ja eine Karte, da gehst du in dich und schaust mal nach. Selbstreflexion und Erleuchtung, irgendwie, du suchst in dir die Antwort, ja? Und der ist jetzt auf den Kopf gestellt. Das heißt, das ist so ein bisschen auch für mich immer die Warnung, Achtung vor Sturheit, ja? Oder da ist irgendwas dabei, dass man sich vielleicht ungerechtfertigt zurückzieht. Also das könnte so die Energie sein, dass man sich auch nicht traut, in eine Auseinandersetzung zu gehen. Weil das wäre die 7 der Stäbe, die Herausforderung, die wäre dazwischen, zwischen der 6 und zwischen der 8. Und die 9 der Stäbe ist dann auch wieder so die Erschöpfung. Da hat man schon einiges ausprobiert und sich Blessuren geholt. Also hier möchte man sich fast so ein bisschen vor einem Konflikt oder vor einer Herausforderung drücken, habe ich fast den Eindruck. Oh ja, ihr Lieben, ich merke, also die Variante gefällt mir jetzt sehr gut. Oh, und da kommt ein junger Herr. Das Thema, dass du sehr genau überlegst, was du machst, ja. Und du brauchst hier natürlich auch den Mut, ja, den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Das ist, und die Aktivität wäre das, wenn du dann diese Person wärest. Weil das männliche Prinzip ist auch die Handlung, ne?
Also, dass du hier dich aktiv in so dermaßen zurückziehst, weil du zu schüchtern bist oder zu vorsichtig, das kann natürlich auch sein. Wenn das deine Energie ist, dass du lieber auf dein Wohlergehen verzichtest, um es vielleicht jemandem anderen recht zu machen, um jemanden anderen die Möglichkeiten und Gelegenheiten zu geben, ja. Das ist gut denkbar hier mit diesen Energien. Wir schauen uns natürlich auch noch die unterliegende Energie hier an. Und ja, da kommt dann mein Freund wieder, der Fuchs. Der Fuchs ist ähnliche Karte wie die sieben Schwerter. Lug, Betrug. Was ich aber am Fuchs sehr gerne mag, der zeigt uns erstens mal, wo es falsch läuft, ja. Der Fuchs ist aber auch eine Karte des Zwiespaltes. Es ist immer dieses Thema, was ist richtig, was ist falsch. Genau die Situation hier. Wie mache ich es richtig? Gehe ich einen Schritt langsamer? Wen überfordere ich in meinem Umfeld? Und wen überfordere ich? Natürlich mag ja niemand jemanden überfordern, ja, sondern der sagt einfach, hey, überlege es dir gut, mache es schlau, mache es Stück für Stück, weil da geht es auch immer um den richtigen Zeitpunkt für etwas, dass die Menschen darüber sich einfach auch Zeit haben, in eine Veränderung zu gehen. Ja, ich möchte natürlich auch noch, ja, genau. Und weißt du was? Schau mal, die Dame bist in jedem Fall du. Ja, die Dame hat die Augen zu. Und hier ist die Schwanzspitze vom Fuchs. Und da, wo die hinzeigt, da ist die Wahrheit. Und jetzt schauen wir uns an, was du nicht siehst. Wow. Habe ich dir schon mal gesagt, ich liebe Karten. Eine wertvolle Verbindung mit der Familie darf losgelassen werden, darf angeschaut werden. Und hier kommt ein Angebot. Das sind Gedanken und Gefühle, negative Gedanken mit den Mäusen bezüglich einer schicksalshaften Arbeit und da kommt die Veränderung und zwar eine langsame Veränderung, aber eine andauernde Veränderung. Ich hab hier auch das Gefühl, dass das ein Wachstumsprozess ist, ja. Die Harmonie und mit Sicherheit kommt hier die Harmonie und das Glück durch einen Seelenpartner. Vielleicht sogar zwei. Und die Person hat gerade auch was Größeres hinter sich. Ist ja spannend, ist ja spannend. Also, ne, es ist, vor allem geht es hier darum, wirklich die Sachen auch so ein bisschen auf sich zukommen zu lassen. Natürlich sollst du agieren, ja. Natürlich musst du auch reagieren. Aber auch so ein bisschen auf dich zukommen lassen, habe ich den Eindruck. Und in der Zeit des auf sich zukommen lassens, hoffentlich stimmt das jetzt, sollst du dir überlegen, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Step by step, ja? Okay, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Mir hat die Legung gefallen. Mir gefällt. Ich glaube, ich werde es jetzt immer so machen, weil das Zusammenspiel gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wünsche dir natürlich eine fantastische Woche. Tschüss.